Dann kommen wir zur letzten quellen Gattung, mit der wir uns heute befassen wollen. Die wird uns vorgestellt von Frau Dr. Annegret Hens-Hauptfleisch. Sie hat hier an der Universität Marburg und an der Portsmouth Polytechnik Geschichte, Anglistik und Pädagogik auf Lehramt studiert und danach ihr Archivreferendariat absolviert, und zwar hier an der Archivschule Marburg und im Stadtarchiv Detmold. Seit 2006 ist sie jetzt hier stellvertretende Leiterin bei uns hier im Hause, im Hessischen Staatsarchiv Marburg, und sie ist dabei unter anderem zuständig für Personal und eine Vielzahl unserer verschiedensten Bestände hier im Hause. Von ihr stammen einschlägige Publikationen zum Thema Katasterwesen in Hessen-Kassel, und über eben solche Katasterunterlagen wird sie jetzt auch sprechen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Sektion hat sich bislang mit biografischen und genealogischen Quellen befasst, die Auskunft erteilen zum Lebensweg, zum Lebensschicksal von Individuen sowie zur Generationenfolge. Sie liefern zeitlich verortete Bausteine, mit denen Lebensstationen eines Menschen von der Wiege bis zur Bahre nachgezeichnet werden können und die die Rekonstruktion von Verwandtschaftsverhältnissen ermöglichen. Die Katasterunterlagen und Karten, um die es in meinem Vortrag geht, sind von anderem Charakter. Ihr Augenmerk liegt nicht so sehr auf Subjekten, als vielmehr auf Objekten. Objekten, die man fiskalisch nutzen wollte, indem man sie mit Steuern belegte. Selbstverständlich waren die Steuern von Subjekten zu entrichten, die solche Objekte besaßen. Das heißt, die Objekte wurden einem Subjekt zugeordnet. Aus der Qualität und dem Umfang von Informationen über die Objekte lassen sich Rückschlüsse auf die Lebenssituation der Subjekte ziehen, und insofern stellen diese Quellen ebenfalls biografisch verwertbare Daten bereit. Ein paar Worte zur Entstehung der Quellen, und zwar zu Innovationen in der Besteuerung in Hessen-Kassel im 18. Jahrhundert. Unter Landgraf Wilhelm VIII. Von 1730 bis 1751 zunächst Statthalter seines Bruders Friedrichs I., der seit 1720 schwedischer König war und seine Erblande nur einmal 1731 besuchte, wurde 1736 eine Steuerreform angeschoben, die damals an Aufwand und Systematik in den deutschen Territorien ihresgleichen suchte. Ähnlich frühe, aber nicht konsequent zu Ende geführte Ansätze wurden lediglich im brandenburg-preußischen Herzogtum Kleve verfolgt. Die Reform firmierte unter dem Begriff der Rektifikation des landschaftlichen Steuerstocks und zog sich, unterbrochen durch den Siebenjährigen Krieg und aufgrund von Nachjustierungen in der Methode, bis ins Jahr 1791 hin. Die Reform diente nicht nur der Sanierung der Staatsfinanzen, sondern durchaus auch den Interessen der Steuerpflichtigen, die seit langem eine gerechtere Verteilung der Steuerlast forderten. Erklärtes Ziel des Regenten war es daher, dass, Zitat, die Landesbürden hinführung mit gleichen Schultern getragen werden, Zitat Ende. Da in diesem Vortrag quellenkundliche Fragen im Vordergrund stehen, würde es zu weit führen, die Ursachen dieser Steuerreform im Einzelnen nachzuzeichnen. Nur so viel Zeit zur besseren Einordnung erläutert. Bereits zu Beginn der 1620er Jahre, also im Dreißigjährigen Krieg, hatten die Städte dem Landgrafen Moritz auf verschiedenen Landtagen die Erhebung einer ständigen Militärsteuer, Kontribution genannt, gestattet, welche monatlich auf liegende Güter wie bewegliche Vermögen erhoben werden sollte. Bei einer nicht wie zuvor nur von Zeit zu Zeit eingeforderten Beihilfe, sondern regelmäßig erhobenen Steuer, kam es ganz besonders auf drei Dinge an. Erstens eine Besteuerung nach gleichen Prinzipien, zweitens eine exakte Definition der Basis, auf der die fällige Steuer erhoben wurde, und drittens die laufende Aktualisierung der zu besteuernden Vermögen und ihrer Inhaber. Auf diese Weise wurde die Einführung einer ersten ständigen direkten Steuer in Hessen-Kassel ein wesentlicher Auslöser für Reformbestrebungen, die sich bereits über das 17. Jahrhundert erstreckten, jedoch erst mit den Reformen seit 1736 von durchschlagendem Erfolg gekrönt wurden. Unter Wilhelm VIII. Wurde eine besondere, ausschließlich mit dieser Reform betraute Institution, die Generalsteuerrektifikationskommission, ins Leben gerufen, die diese bewerkstelligte.
Als größte Innovation, die jedoch besonders kosten- und zeitintensiv war, ist die parzellengenaue Vermessung einer jeden Gemarkung und deren Kartierung anzusehen, auf deren Grundlage die eigentliche Rektifikation zu erfolgen hatte. Den Rektifikatoren gingen also die Geometer voran. Man hatte erkannt, dass eine exakte Feststellung der Größe der zu besteuernden Liegenschaften erste Voraussetzung einer gerechten und gleichmäßigen Katastrierung sein musste. So entstanden die ersten Katasterkarten in Hessen-Kassel. Anschließend wurden die Kataster aufgestellt. Mit seiner Steuerrektifikation leistete Hessen-Kassel im 18. Jahrhundert Pionierarbeit für die Liegenschaftsbesteuerung, was trotz älterer und neuerer Publikationen bisher weitgehend übersehen wird. Dagegen wird auf den Einfluss der Französischen Revolution bzw. der napoleonischen Besatzung hingewiesen, auf deren Grundlage im Laufe des 19. Jahrhunderts auch in anderen deutschen Territorien Liegenschaftskataster, Parzellenvermessung und Kartierung ausgebildet worden seien. Bis heute existieren solche Art Katasterunterlagen in wenig veränderter Form und Funktion. Bei der folgenden Untersuchung der Quellentypologie und des Aussagewerts für biografische Fragen konzentriere ich mich jedoch auf das 18. und 19. Jahrhundert Hessen-Kassel und den preußischen Regierungsbezirk Kassel. Ich greife aus der typologischen Bandbreite, wie Sie auch an der immer noch stehenden Gliederung sehen, nur einige Typen heraus, die die vollständigsten Informationen enthalten. Also zum Quellenwert und Aussagewert für biografische Forschung. Zunächst möchte ich vorausschicken, die meisten meiner Beispiele beziehen sich auf das Dorf Roth. Das ist ungefähr 13 Kilometer südlich von Marburg gelegen und hatte um die Mitte des 18. Jahrhunderts um die 350 Einwohner. Die älteste Katasterkarte stammt von 1766-69 und das zugehörige Kataster wurde 1773 aufgestellt. Das zweite Beispiel ist die Stadt Wetter, ca. 17 Kilometer nordwestlich von Marburg, mit ca. 900 Einwohnern 1783. Erstens Lagerstück und Steuerbücher. Herzstück unter den verschiedenen Katasterunterlagen des 18. Jahrhunderts sind die Lagerstück und Steuerbücher. In ihnen sind die liegenden Güter der Gemarkung eines jeden Dorfes und jeder Stadt parzellengenau verzeichnet. Die Anordnung der Parzellen erfolgt nach Eigentümern. Unter Nummer 28 werden Johann George Weber und nachfolgende Besitzer aufgeführt. Die einzelnen Liegenschaften werden in einer festen Anordnung aufgelistet, beginnen mit dem Wohnhaus bzw. dem Ensemble an Gebäuden, das zu einer Hofreite gehört, und den angrenzenden Gärten. Es heißt dort, ein Haus, Scheuer, Stallung und Hofreite an Konrad Weber und Konrad Hettges Relikta, also der Witwe, Erbgarten beim Haus, Erbgärtgen hinter seiner Scheuer. Anschließend folgt Parzelle für Parzelle das Ackerland, gegliedert nach dem Besitzrecht unter Angabe der Zehntbarkeit und gegebenenfalls anderer Abgaben. Hier heißt es, 12. Gabe in eigner 12. Teilzehnten. Das erläutere ich jetzt mal nicht, was das genau ist. Tut nicht zur Sache, es geht darum, dass wo es steht und dass es eine Rolle spielt. Die Parzelle wird mit ihrer Lage in der Flur und den Nachbargrundstücken beschrieben. Aufen Groecker an Johannes Fegemeier und Konrad Greifs. In gleicher Weise werden die Wiesen sowie gegebenenfalls weitere Nutzflächen aufgeführt. Jeder einzelnen Parzelle ist in der ersten Spalte der Buchstabe des Kartenblattes und die Parzellennummer zugeordnet. Daran sieht man, wie wichtig den Rektifikatoren die Identifikation und Lokalisierung der Parzellen war. Als nächstes folgt der Flächeninhalt in Acker und Ruten und dann der Steueranschlag. Es heißt Kapitalanschlag eines kasselischen Ackers, das ist der steuerliche Wert einer Parzelle. Für die verschiedenen Nutzungen, das heißt Haus, Garten, Acker, Wiese etc., hatte die Rektifikationskommission eine je eigene Anzahl von Bonitierungsstufen oder Klassen festgelegt, die sich zum Beispiel bei Ackerland an der Bodengüte orientierten.
Um diese festzustellen, hatte man Ernteproben genommen. Also es war ein ziemlich komplizierter und aufwendiger Prozess. Bei jeder Steuerklasse bestimmte die Kommission, wie hoch der zu versteuernde Wert pro Kasseler Acker war. Hieraus ergaben sich die Werte in der letzten Spalte auf der linken Seite, überschrieben mit Tut an Steuerkapital. Bei dieser jetzt neuen Folie Rekapitulatio auf der rechten Seite konnten Abgaben vom Grund und Boden vermerkt werden. Das ist im Prinzip diese Spalte. Das habe ich aber jetzt nur hier in der Zusammenfassung, die sich steuermindernd zu Buche schlugen. Hier sieht man also zum einen das, was eigentlich zu besteuern wäre, wenn keine steuermindernden Abzüge da wären. Hier sieht man in der Zusammenfassung die Abzüge und das ist das Kapital, was tatsächlich zu versteuern ist. Das heißt also, von 214 Steuergulden wurden 85 Steuergulden steuermindernd abgezogen, blieben 128 Steuergulden zu versteuern. Das bedeutete auch, dass man eine Reinertragsbesteuerung vornahm. Von dem am Ende vermerkten Steuerkapital musste dann ein bestimmter Prozentsatz entrichtet werden. Das waren etwa 18,5%. Das weiß man aus anderen Quellen. Wir erfahren also aus dem Kataster nicht den tatsächlich abgeführten Steuerbetrag, sondern nur den steuerlich relevanten Vermögenswert nach Abzug aller sich steuermindernd auswirkenden Belastungen. Welcher Aussagewert biografischer Art kommt nun den Informationen in den Lagerstück- und Steuerbüchern zu? Wir erhalten einen vollständigen Überblick über die von einem Individuum besessenen Liegenschaften. Dabei kann nicht nur die Anzahl der Parzellen aufsummiert, sondern insbesondere deren gesamter Flächeninhalt festgestellt werden. Steuerklassen geben uns einen Anhaltspunkt für den Wert der einzelnen Grundstücke. In welchem baulichen Zustand sind Haus- und Wirtschaftsgebäude? Wie ertragreich sind die agrarisch genutzten Flächen? Das tatsächlich zu versteuernde Vermögen ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Potenz des Besitzers. Wären Kataster und Katasterkarten Momentaufnahmen geblieben, hätte sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. Denn obwohl Besitzverhältnisse an Liegenschaften vergleichsweise stabil waren, zumal im Zeitalter der Grundherrschaft gebundener, nicht frei veräußerbarer Besitz vorherrschend war, fand doch ein gewisser Immobilienverkehr statt, und wenn es nur die Auflassung an den Erben war. Daher war es unbedingt notwendig, die Katasterunterlagen vorzuschreiben. Das gedruckte Formular der Lagerstück- und Steuerbücher sieht diese auch vor. Zum einen wurde im Kopf, im linken Mittelteil, häufig eine ganze Anzahl weiterer mit Modo, das heißt so viel wie jetzt, nunmehr, angeschlossener Namen angefügt wie hier. Modo Johannes Weber Junior, Modo Andreas Wisker, Modo Ludwig Geisler. Hinter Wisker steht ein Verweiskreuz und wir können auf der rechten Seite oben lesen, pro Januario 1820 nach Ehekontrakt vom 6. Februar 1819. Hier hat also offenbar eine Einheirat stattgefunden, was eigens vermerkt wird. Hinter Geisler wiederum steht ein Doppelkreuz und erneut findet sich ein Eintrag auf der rechten Seite oben. Zu Wolfshausen, also da kam er wohl her, pro Januario 1834 nach Adjudikationsbescheid vom 9. November 1832. Adjudikation bedeutet gerichtliche Zuschreibung. Und zum anderen steht rechts in der letzten Spalte, hiervon wird ab und dem neuen Besitzer zugeschrieben. Beim Haus- und Gartenbesitz verweist eine geschweifte Klammer auf Folium 1064a für Januar 1834. Auch, wenn Sie weiter schauen, bei den Ländereien finden wir Verweise auf andere Folien, der Besitz wurde völlig aufgelöst. Hier sind wir jetzt auf Folium 1064a. Wir finden auch die Parzelle unten links und wir finden einen neuen Immobilienbesitzer, Herz Stern. Man erkennt außerdem, dass der Eintrag auf anderen, neu hinzugekommenen Bögen verfasst wurde. Sie haben eine bläuliche Farbe, einen etwas kleineren Blattzuschnitt
Auch das Druckbild der Spaltenüberschriften sieht etwas anders aus. Folge, das Kataster lebt also. Die Katasterkarten stellen die topografische Visualisierung von biografischen Daten des Katasters dar. Hier sehen wir jetzt die gesamte Ortslage von Roth mit angrenzender Flur. Jede einzelne Parzelle ist im Raum lokalisierbar und kann ihrem jeweiligen Besitzer eindeutig zugeordnet werden. Somit kann er mit seinem Begriff auch sozialtopografisch eingeordnet werden. Die Nummer 147, die ich hier ausgeschnitten habe, ist Johann George Webers Bauernhof gegenüber der Kirche gelegen. Die im Laufe des 18. Jahrhunderts angelegten Kataster blieben ungefähr ein Jahrhundert in Gebrauch. Nach der Annexion Kurhessens durch Preußen 1866 wurde eine neue Parzellen, genaue Vermessung und Kartierung sowie Katasteraufnahme durchgeführt. Auch neue Katasterdokumente kamen in Gebrauch und es änderte sich im Zuge dessen ebenso die Terminologie. Die neuen Kataster und Karten erlangten mit dem Stichtag 1.1.1876 Gültigkeit. Wir kommen jetzt zu den preußischen Dokumenten. Den Lagerstück- und Steuerbüchern entsprachen jetzt die sogenannten Mutterrollen. Kurz soll deren Aufbau vorgestellt werden. Schauen wir uns als Beispiel den Liegenschaftseintrag für das Gehöft, das Herz Stern einst erwarb, im Jahr 1876 folgende an. Auch hier ist im Kopf die Eigentümerfolge festgehalten. Bei der Anlage des Katasters war es Stern, Paunes Witwe Adelheid, geborene Wetzelstein zu Roth, Hausnummer 7. Die Hausnummer ist neu. Nebenbei bemerkt, Haune war der Sohn des Herz im Lagerstück und Steuerbuch. 1889-90 wird ergänzt und Kinder. 1891-92 folgt die Übertragung an Herz, Haunes Sohn, Handelsmann. Und 1896-97 und Braut Esther, geborene Rothschild. Auf dem rechten Blatt, ich habe es jetzt mal hier drunter gesetzt, wird der Eintrag fortgesetzt mit Herz Stern, Handelsmann und Frau. Das muss nach der Eheschließung geschehen sein, allerdings bleibt der Eintrag undatiert. Auch im preußischen Kataster spielen Kartenblatt und Parzellennummer eine wichtige Rolle. Die Lage innerhalb der Flur, die Nutzung bezeichnet als Kulturart, die Klasse, das heißt die Bonitierung des Grundstücks und der Flächeninhalt. Neu ist der Reinertrag, dann folgt die Grundsteuer. Und auch in diesem Kataster der Nachweis der Fortschreibung. Was ist an Grundstücken dazugekommen, von wem wurden sie erworben und welche Grundstücke wurden übertragen oder veräußert und an wen? Hier wird nun nicht wie im hessischen Kataster auf Folien verwiesen, sondern auf eine Artikelnummer unten rechts. Jedem Katastereintrag war links oben eine Artikelnummer zugeordnet. In diesem Kataster wird auch eine Verknüpfung mit dem jeweiligen Grundbucheintrag hergestellt. Das Grundbuchwesen entwickelte sich im 19. Jahrhundert basierend auf Vorläufern. Hier sei nur bemerkt, in dem Grundbuch waren alle rechtserheblichen Umstände des Liegenschaftsbesitzes vermerkt, also Hypotheken, Überfahrtrechte und ähnliche Dinge. Die derzeit gültige bundesdeutsche Grundbuchordnung erlaubt leider keinen wissenschaftlich begründeten Zugang zu den Grundbüchern. Diese wären ein weiterer lohnenswerter Quell biografischer Daten. Allerdings gibt es schon für das 18. Jahrhundert frei zugängliche Vorläufer der Grundbücher, die Wehrschafts- und Hypothekenprotokolle, die aber hier jetzt nicht Gegenstand sind. So, schauen wir auf die Karte. Die Daten zu den Parzellen in den Katastern wurden, wie schon gesagt, auch im 19. Jahrhundert auf Katasterkarten visualisiert. Die Messtechnik hat einen deutlich exakteren Standard erlangt, wie man an dem Beispiel sehen kann. Die frühere Parzelle 147 auf Kartenblatt D befindet sich jetzt auf Kartenblatt 17 und trägt die Nummer 136. Ist leider ein bisschen blass. Übrigens existiert über diese Umnummerierung im preußischen Kataster eine Konkordanz, sodass die Sukzession eindeutig feststellbar ist.
Das dritte Beispiel bringt uns wieder zurück ins 18. Jahrhundert, zu den sogenannten Hantierungen. Die sind im 19. Jahrhundert nicht mehr mit dem Liegenschaftskataster verbunden, aber durchaus im 18. Jahrhundert. Ich erwähnte zu Beginn, dass seit dem 17. Jahrhundert Kontribution auf liegende wie auf bewegliche Vermögen erhoben werden sollte. Und das änderte sich auch im 18. Jahrhundert nicht. Die Rektifikation war demzufolge umfassend angelegt. Es sollten auch aus Handwerk und Handel gespeiste Vermögen erfasst und besteuert werden. Man sprach hier auch vom unständigen Kataster. Also den Begriff übertrug man, also war nicht beschränkt auf das Liegenschaftskataster. Hierfür hat die Rektifikationskommission ebenfalls Besteuerungsprinzipien entwickelt, die waren jedoch weniger ausgefeilt und nachvollziehbar. Zur Besteuerung wurden die sogenannten Hantierungsanschläge aufgestellt. Hier habe ich nun das Beispiel einer Stadt, wo einfach mehr los war in puncto Handel und Gewerbe, ausgesucht. Die Hantierungsanschläge, wie man an dem rechten Bild schon sehen kann, sind nach Berufssparten gegliedert, hier die Schuhmacher. Die Handwerker werden namentlich aufgelistet. Wir haben also hier den Hendrich Schuch. Der Umfang seiner Produktion wird beschrieben. Hier 300 Paar Schuhe und bis 10 bis 12 Paar Stiefel. Die Unkosten für Rohstoffe werden beziffert. Daneben aber auch Alter, familiäre Situation, Gesellen und Lehrlinge aufgeführt. Schließlich findet sich der monatlich zu entrichtende Kontributionsbeitrag. Und durch den Verweis auf das Folium im Liegenschaftskataster werden die Informationen miteinander verknüpft. Der Hantierungsanschlag der Stadt Wetter stammt wie das Kataster von 1783. Anders als beim Liegenschaftskataster fand aber offenbar keine Fortschreibung statt. Insofern stellt diese Liste lediglich eine Momentaufnahme dar. Sie ist dennoch sehr wertvoll, da sie das Liegenschaftskataster um weitere Sozial- und Wirtschaftsdaten ergänzt, die Basis biografischer Daten also erweitert. Sozialtopografisch betrachtet erfährt man hierdurch, auf welchen Anwesen Handwerker ihre Werkstätten betrieben. Ich komme zu einem kurzen Resümee. Die vorgestellten, eher vielleicht mittelbar als biografische Quellen zu bezeichnenden Unterlagen stellen für die Einschätzung der sozialen und wirtschaftlichen Situation eines Individuums äußerst wertvolle Daten bereit, die sich mithilfe der Flurkarten zumindest teilweise visualisieren lassen. Durch die Zusammenstellung aller Grundbesitzenden und handwerklich Tätigen innerhalb einer Gemarkung werden darüber hinaus Kontexte sichtbar, lassen sich Personen sozial und wirtschaftlich hierarchisieren, aber ebenso in ihrem räumlichen Netzwerk beschreiben und verorten. Aufgrund der permanenten Fortschreibung der Liegenschaftskataster und der Aktualisierung der Karten bis zum heutigen Tage können schließlich auf den Besitz an Liegenschaften bezogene Familiengeschichten im nördlichen Hessen über mehrere Jahrhunderte hinweg rekonstruiert werden. Es versteht sich von selbst, dass darüber hinaus weit übergreifende Fragen verfolgt und Langzeitstudien durchgeführt werden können zur Sozialtopographie von Dörfern und Städten, zu deren wirtschaftlicher Situation und das im vergleichenden Maßstab von ganz Hessen sowie darüber hinaus. Vielen Dank. Ganz kurz zu der letzten Quelle dieser Hantierungsbücher. Hast du Hinweise, wie glaubwürdig diese Angaben sind zu den Produktionszahlen? Ich meine, du weißt besser als ich, in diesen hessischen Kleinstädten, da sind ja 20% der Bevölkerung, sind ja Schuster oder Tippschuster. Ja. Wenn da jetzt 300 Paar Schuhe pro als Jahresproduktion angegeben wird, ist in der Summe eine sehr gigantische Zahl. Also die Rektifikatoren haben das schon sehr genau gemacht und die kamen ja von außen rein und haben natürlich auch mit den örtlichen Amtleuten und so weiter zusammengearbeitet, den Bürgermeistern und so. Also ich weiß nicht, ich glaube da nicht, dass da so viel geschummelt worden ist. Ich denke, dass sie sich das genau angeguckt hat. Also die Rektifikation von Wetter hat insgesamt 4 Jahre gedauert. Also das war schon ein Riesenaufwand, da durch die ganze Flur zu ziehen und die Grundstücke in Augenschein zu nehmen und dann die Ernteproben zu nehmen und zu messen und zu machen und zu tun. Die haben halt bei den Handwerkern haben sie
das nicht so richtig in den Griff gekriegt, wie sollen sie da Besteuerungsprinzipien entwickeln. Also diese drei Albus, was die jetzt da nun tatsächlich aussagen, das weiß ich nicht so genau. Man hatte auch die Tendenz, die Handwerker eher nicht so stark zu besteuern, weil man ja das Handel und Gewerbe letztlich in Aufschwung bringen wollte in Hessen. War ja ein sehr agrarisch geprägtes Land, was auch nicht überall so gute Böden hatte. Also man hatte eher so die Tendenz, die niedrig zu besteuern. Ja, also ich glaube schon, dass die da geschaut haben, dass das realistisch war, was da aufgenommen wurde. Von dem ganzen Anspruch, den man formuliert hat an diese Rektifikation. Ich habe noch eine allgemeine Frage zu dem heutigen Blog heute Vormittag. Es war ja alles sehr stark auf biografische Quellen gerichtet. Und wir haben jetzt vorhin gehört, dass also, es gibt also schon viele Listen von Namen, die verfügbar sind, einzeln auch schon digital. Die Frage ist, gibt es innerhalb von Read Bestrebungen, diese irgendwie zusammenzuführen oder zumindest zentral zu machen? Wir haben auch gehört, wie kompliziert es ist, Nacheinträge in die BND oder GND hineinzubekommen. Aber überhaupt diese Listen irgendwo zentral verfügbar zu machen, ein Europäaner für biografische Daten mit dem Verweis auf die Quelle, also nur eine Datenliste, ja, gibt es da sowas? Ich denke, das müssen wir heute Nachmittag diskutieren, wenn wir hier alle zusammen sind. Ich glaube, im Moment blättern wir einfach so einen Fächer auf, was haben wir alles. Und wie gesagt, die Kataster würde man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so in den Fokus nehmen, weil sie nicht so klassisch sind, Name, Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter, sondern ja ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also ich denke, wir müssen einfach mal schauen, den Fächer aufblättern und dann Ideen entwickeln heute Nachmittag. Aber vielleicht hat das Auditorium da spontan oder die anderen auf dem Podium noch spontan eine Idee. Herr Robert. Ja, ich darf das vielleicht ergänzen. Und die Frage ist natürlich sinnvoll und schon deswegen, weil wir uns genau solche Fragen für die Nachmittagssektion erhofft haben, wie Frau Röntgen angedeutet hat, wo wir nämlich eben diese Vorträge ganz kondensiert und dann unsere Kolleginnen und Kollegen, die eher oder voll aus dem Informatikbereich und genau sowas fragen werden. Das hoffe ich wird sehr produktiv, insofern lade ich Sie herzlich ein, halten Sie es noch einen Moment im Hinterkopf und nachher so gleich sprechen wir dann auch darüber. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.